Die heutige Tagestour geht nach Erschwil im Solothurnischen mit dem Gastgeber Peter. Nach der Guggen ist vor der Glocke. In der Kirche wartet jetzt ruhigere Klänge. So, jetzt sind wir an unserer zweiten Station angelangt. Die mögen sich noch erinnern. Ich habe von einer historischen Perle geredet. Das ist jetzt etwas, das wir wieder mit mehreren Sinn aufnehmen können. Wir können es anschauen und wir können auch hören. Das ist etwas, das wir jetzt doppelt geniessen können. Kommt und lasst euch überraschen von unserer historischen Perle, die wir in unserem Dorf aufbewahren dürfen. Und jetzt darf ich euch unsere Johann Jakob Brosi Orgel vorstellen. Unsere Spezialistin, die Organistin, wird dann hier noch viel mehr im Detail erzählen. Und es wird sicher entspannend sein. Kommt mit. Ich darf euch jetzt unsere Organistin vorstellen, Maria. Sie ist Chorleiterin von unserem Kirchengesang schon seit ein paar Jahren und hat sehr viel Erfahrung auf dieser Orgel und hat sich auch gut vorbereitet, uns etwas Interessantes zu erzählen. Maria, hallo. Hallo. Ja, Jakob Brosi Orgel, die kennen wir als Nachbargemeinde natürlich. Wir haben eigentlich auch ein bisschen helfen daran finanzieren, einen kleinen Teil. Ist eine sehr schöne Orgel. Hier in der katholischen Kirche St. Peter und Paul befindet sich der Schatz von Erschwil, die Brosi-Orgel von 1788. Erschwil Brosi-Orgel war ursprünglich für die französische reformierte Kirche in Mühlhausen gebaut. Im Jahr 1834 die Orgel wurde von Mühlhausen nach Dornach verkauft und erst nach 27 Jahren kam sie nach Erschwil und wurde ab dann für die Gottesdienste benutzt. 37 Jahre später wurde ein durchgreifender Umbau der Brosi Orgel vorgenommen. Er hat ein paar Mal darauf hingewiesen, irgendwo hätte sie noch Perlen versteckt. Und sie gibt eine Perle, die man nicht nur anschauen kann, sondern man kann es auch hören. Und dann habe ich schon vermutet, das könnte in die Richtung von einer Orgel gehen. Weil das ist etwas, was es noch oft gibt in so Dörfli, dass die ganz spezielle Orgel haben mit irgendeiner Geschichte dahinter. Und es ist dann auch tatsächlich so gewesen. Hat mich absolut begeistert. Danke vielmals, Maria. Danke vielmals, merci. Wunderbar. Wissen wir etwas mehr? Ich hoffe, dass es das interessant war über die Orgel. Etwas mehr. Sehr spannend. Ganz sicher, ja. Und jetzt sind wir gespannt, ob wir etwas hören. Ja, natürlich. Das spiele ich sehr gerne für euch. Wunderbar. Tradition hat mich sehr beeindruckt, weil ich zum Beispiel noch nie eine Orgel von so nicht sehen durfte. Und dass sie uns auch erklärt hat, ein bisschen von der Geschichte, habe ich toll gefunden, weil nicht einfach nur mal gespielt, sondern dass sie auch ein bisschen dazu erklärt hat. Mir ist die Station selber ein bisschen zu viel erklärt worden. Die Musik war sehr eindrücklich, habe ich gefunden. So schöne Momente in einer Kirche habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Es war extrem eindrücklich, hat mir gefallen. Und die Idee, das so zu präsentieren, hat mir hervorragend gedacht. Absolut genial. Jawohl. Danke vielmals. Ja. Merci. So. Besten Dank, Maria, für deine Erklärungen und deine wunderbaren Vorträge. Das wär's bei uns unter dieser Station 2. Jetzt werde ich gerne überleiten in die dritte Station, Kulinarik. Jetzt könnten wir mir nachkommen.
Wiederhören. Ciao, Maria. Herzlichen Dank.